Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ja, es gibt heute mal wieder ein Video über ein paar Fragen, oder besser gesagt, ich werde heute mal ein bisschen auf euch eingehen und einfach mal ein bisschen über euch. Ja, was rede ich denn wieder hier für einen Scheiß, Leute? Ja, die erste Frage ist natürlich schon mal auf der PS3 gekommen. Hast du irgendwelche Drogen genommen oder bist du Kettenraucher wegen meiner... Nun ja, wegen meiner Stimme so. Ne, viele sagen, ich bin so ein Chunky oder so, weil sich das so anhört, so. Also, meint ihr, ich höre mich wirklich an wie so ein Chunky? Ja, wenn ich jetzt zurückgucke, 6 Monate auf meinen YouTube-Kanal, da hatte ich eine viel höhere Stimme. Da habt ihr recht, natürlich, aber wir werden halt alle älter. Und wenn wir älter werden, verändert sich natürlich auch die Stimme von einem. Und so ist das halt, ne? Ja, hier bin ich jetzt gerade in meiner schönen Wohnung. Ihr habt ja gewünscht, dass ich mehr GTA bringe und so. Aber keine Sorge, wir haben natürlich ein Commentary dabei. Es fängt ja schon an, es geht ja über mich hier. Ja, was soll ich über mich erzählen, Mann? Es gibt nicht viel zu erzählen. Nur, dass ich gerne GTA spiele und natürlich jetzt zurzeit Point of Contact. Und was ich an GTA am liebsten mache, das ist Base Jumpen und Flugzeug fliegen. Und jetzt gehen wir mal raus und gucken mal, wie weit wir heute kommen vom Haus aus. Und am Ende des Let's Plays werden wir mal gucken auf der Karte, wie weit wir denn gekommen sind. Genau. So. Ich bin jetzt hier schon seit gut 2 Jahren auf YouTube ungefähr. Und pimmel immer wieder ins eine Fettnäpfchen, ins andere Fettnäpfchen. Ja. Ihr wisst ja, ich kann es wirklich nicht lassen hier. Wenn ich manchmal jemanden verteidigen will, zum Beispiel Montana Black 88, was erzähle ich denn da? Ich hoffe, das hat Montana Black 88 nicht gehört. Wenn ich den Agenten beschützen will gegen Montana Black 88, gut, ich gehe halt manchmal ins Fettnäpfchen. Das ist halt so. Aber ich sage halt wenigstens die Wahrheit und ihr wisst, wo ihr bei mir steht. So sieht das aus. Und jetzt will ich nicht so eine Schrottkarre haben, sondern wir holen uns was Besseres, was Motorisierteres. Und zwar diesen schönen Hammer. Der hat mindestens 250 PS. Allradantrieb. Schönes Licht. Und natürlich, er will natürlich sein Auto verteidigen. Und dafür haben wir natürlich... von Heckler und Koch. Boah, was denn das für eine Nobwaffe? Was denn das für ein scheiß Auto? Also, das ist ja... Das hätte jetzt echt nicht sein müssen von dem. Nehmen wir halt das hier. So. Ja, jetzt haben wir das Cabrio am Start. So, genau. Ja, ich wollte heute mal über meine Lieblingsspiele sprechen. Und da hat sich doch... Ja... Da, besser gesagt, nein, nicht Lieblingsspiele, sondern Lieblingsspiele auf dem PC. Ne, hauptsächlich spiele ich ja immer auf der PS3. Aber auf dem PC habe ich doch schon viele Spiele gespielt. Da hätten wir zum einen mal Obscure. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr mal das Spiel kennt. Scheiße. Ja, da geht es einfach so um so Zombies, um so Monster in so einer Highschool-Schule. Richtig cool gemacht. Und dann hatte ich noch das Spiel Skyrim. Was natürlich absolut Favorit ist. Und da gibt es aber noch ein Spiel, was ich trotzdem sehr gern spiele. Und das ist Slender. Slenderman. Es ist billig, klar. Natürlich, es hat jetzt ist nicht unbedingt die Grafikbombe. Aber das Spielprinzip ist einfach grauenhaft. Wirklich, da kommt... Das Ding kommt wirklich nicht an einen Horrorklassiker ran. Es kommt an einen Horrorklassiker ran. Das laber ich wieder für den Müll, Leute. Auf jeden Fall... habe ich da noch Skyrim, was in meinen Augen das beste Spiel von der Grafik für den PC ist. Ich habe jetzt nicht unbedingt was Gutes auf dem Rechner, also ich habe keinen guten Rechner, sondern so einen billigen 500 € Intel Laptop, ne? 500 € Medium Laptop, da Aldi und so ein Scheiß. Jo, auf dem kann ich ganz toll die Spiele spielen, Skyrim. Und noch ein paar andere Sachen. Fallout 3
macht auch sehr viel Spaß auf dem PC, weil einfach die Detailgenauigkeit viel, viel höher ist. Ja, so sieht das aus. So, was ich mal machen wollte in meinem Let's Play, war natürlich ein Basejump auf einem Brückenpfeiler. Das ist deutlich schwieriger als es ist, weil man natürlich jetzt erstmal versuchen muss, hier auf dem Teil zu landen. Weil wenn ich jetzt abstürze, habe ich ja keinen Fallschirm mehr, soweit ich das sehe. Und das heißt, wir müssen auf diesem Brückenpfeiler auch landen. Und da haben wir eine ganz tolle Sicht da oben. Und vielleicht sehen wir auch wieder ein paar Details. Und wir sehen schon, das ist schwieriger als ich dachte. Scheiße. So. Vielleicht sollte ich jetzt einfach hier abspringen. Ah, scheiße. Irgendwas verfolgt mich. Ja, auf jeden Fall. Haben wir es geschafft? Und wer verfolgt mich jetzt hier die ganze Zeit? Ich habe nämlich nur die Schüsse in der Luft gesehen. Ah, da oben. Guck mal das an hier. Ja, so, willst du mich töten hier? Ah, komm her, komm her. Komm her. Ah, ja, schaffst du nicht, schaffst du nicht, schaffst du nicht, schaffst du nicht. What the fuck? Wie bist denn du angezogen hier? 1 versus 0, okay. So eine Alien-Maske ist auch nicht schlecht. Ja. Boah, Mann. So ein Scheiß. Mal gucken, was Neues gibt auf der PS3. Vielleicht hätte ich das Zunufibramovic gemeldet. Der angebliche Hamburger Hänger. So, holst du dir Minecraft? Nee, funktioniert nicht, da ich keinen Speicherbedarf mehr habe. Auf meinem ganzen Teil. Habe so eine 12 GB PS3. Bitte nimm an, bin 10 Jahre. Ja, wenn Platz ist, nehme ich dich auf jeden Fall an. Und das Alter ist mir egal. Und wenn du 3 Jahre alt bist, ist mir das sowas von egal. Scheiß drauf. Genau so sieht das aus. Solche Leute hasse ich. Zocker, die andere wegen ihrem Alter beurteilen. Was soll das? Wo sind wir hier? Wir sind alles Menschen, Mann. Geht nicht. Sowas geht einfach nicht. Man kann nicht jetzt sagen, hey, du scheiß kleines Kind. Das kannst du sagen, wenn es dich beleidigt. Na, nicht mal dann. Wenn es Zecken tut, ja, okay. Aber sonst, bitte geh mit diesen jüngeren Spielern auch respektvoll um. Dafür wird es natürlich nochmal einen Commentary geben. Aber das ein andermal, okay? Vielen Dank fürs Anschauen, Leute. Und bleibt mir treu, Leute. Weil ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. So, jetzt muss ich ausmachen, sonst flenne ich hier noch rum. Das will ich jetzt nicht. Also bitte. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ehrlich, jetzt mein ganzen.